Hallo ihr Lieben, guten Morgen aus Palma de Mallorca. Hier im Hintergrund seht ihr was, was auch bei uns hier auf Mallorca nicht gewöhnlich ist. Die USS Harry S. Truman von der US Navy steht hier. Ein riesengroßer Flugzeugträger. Und ja, auf dem Weg zur Arbeit ist er heute da. Bis Dienstag soll er bleiben. Und da wollte ich euch doch mal ganz kurz einfach ein Video davon machen. Wie gesagt, die USS Harry S. Truman ist ein Schiff, ein ja, monumentales, sehr großer Flugzeugträger, die US Navy. Die haben heute hier in der Bucht von Palma angelegt, beziehungsweise sind vor Anker gegangen. Das Schiff passen darauf bis zu 85 Flugzeuge. Hat 3200 Mann Besatzung plus nochmal 2480 als Flugzeugpersonal. Das Schiff ist 317 Meter lang und hat mit dem Flugdeck zusammen eine Breite von 76,80 Meter. Ist also ein riesengroßes Schiff. Das ist das letzte Mal hier in Mallorca war, 2014. Ja, andere Boote, viele Boote fahren immer drum rum, wenn so ein Schiff da liegt. Dieses Mal natürlich auch. Man sieht ja auch da hinten im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video auch sieht, doch, man sieht es auf dem Video, rund um die USS Truman kreist auch ständig ein Hubschrauber. Andere Schiffe dürfen sich nicht näher als 1 Kilometer der USS Truman nähern. Und ich vermute mal, dass der Hubschrauber, der da rumfliegt, auch von der US Navy ist und das Schiff absichert. Also schon ein monumentales Schiff, ein großes Schiff. Was heißt, dass heute unter Umständen über 5500 Leute, ich weiß nicht, ob sie voll besetzt ist, hier in Palma sind, Amerikaner, die dann auch mal ganz gerne hoffentlich vielleicht ja ein bisschen was shoppen gehen. Die USS Truman hat wohl einen eigenen Starbucks an Bord und ja, liegt jetzt hier, soweit ich gehört habe, bis Dienstag vor Anker. Am Dienstag soll sie dann wieder abfahren. Und wen es noch interessiert, die USS Truman ist mit 2 Nuklearantrieben ausgestattet. Also Atomausstieg ist da nicht. Hier wird noch mit Atomkraft gefahren. Ansonsten wisst ihr ja, wenn euch unser YouTube-Kanal gefällt, dann gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Hier im Hintergrund sind auch schon die ganzen Militärmitarbeiter am Joggen, am Paseo. Und ja, gebt uns einen Daumen hoch, folgt uns, drückt die Glocke, dass ihr immer alles mitbekommt, wenn wir online gehen. Und ja, wir können noch eine Bitte sagen. Wir sind am Überlegen, was wir euch irgendwie bieten können in Zukunft. Irgendwie einmal wöchentlich irgendwie online gehen mit irgendeinem Thema. Wir wissen noch nicht genau was. Wir suchen noch Ideen. Also wenn ihr Tipps habt, Ideen, wenn ihr ja, sagen könnt, was euch vielleicht interessiert, dann ja, haut es uns einfach mal in die Kommentare rein und ja, gebt uns da einfach, wenn ihr Ideen habt, einfach mal ja, was rein. Ansonsten gehe ich jetzt mal aus dem Zoom raus, mache noch einen Schwenk auf die Kathedrale. So sieht es dann aus ohne Zoom. Hier ist das Ganze, einmal hier über den Hafen geschwenkt. Kreuzfahrtschiffe sind heute auch da. Auf der anderen Seite hier die Kathedrale. Und zum Abschluss nochmal ein Zoom auf die Truman. Euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt es, lasst es euch gut gehen. Folgt uns, abonniert uns, drückt die Glocke, bleibt uns gewogen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.